Trash machen muss ich mich erstmal. Yeah, und dann. Was haben wir hier? Oh yeah! Ihr seid live dabei? Was haben wir da? Robocraft. Aha. Okay, cool. Robocraft. Was ist denn das? Wollen wir mal sehen. Aber ich mache mir erstmal frisch. Und dann sehen wir, was sich in der Robocraft verwirkt. Ich hoffe, eine ziemlich geile Scheiße. Bis gleich. So. Sorry. So, jetzt ist der Kamera. Die Kamera. An. Die Tür geht zu. Meine Klamotten bleiben da liegen, ist scheißegal. So, jetzt sind wir frisch und cool bei der Sache. Und ja, Stream war geil beim letzten Mal, oder? Ziemlich geil. So, jetzt seid ihr so ein bisschen live dabei. Und dann geht's los. Wie gesagt, Robocraft Launch. Aber das nehmen wir zusätzlich noch mit Camtasia auf. Und dann wollen wir da mal reinschauen. Und ihr seid dann frisch dabei, wenn es losgeht. So, drücken wir mal den Launch-Button. Install, ja, genau, ja. Finish. Sollte passen. Oh yeah, ich hoffe, die Aufnahme klappt. Remember me. Login. Gucken wir mal, connecting to server. Oh yeah, sie sind erstmal für eine Stunde down. Ist natürlich schade, bloß die Sache ist natürlich die. Effektiv ist dieses Game noch nicht mal draußen. Ich habe ein Presselink, beziehungsweise ja, Pressezugang bekommen und finde das natürlich ziemlich geil. Warum habe ich den bekommen? Natürlich, weil ich eine coole Sau bin, klar, aber logischerweise habe ich mich da ein bisschen hintergeklemmt, weil ich wollte eigentlich ein Product Placement zu dem Teil machen und die haben aber gesagt irgendwie, ja, ab 50.000 aufwärts solltest du schon sein und jetzt haben sie mir sogar noch in der Nachricht geschrieben, ey, pass auf, wenn du 50.000 Views nicht hast, dann machen wir das eh nicht. Aber wir sind so cool und geben dir halt die Möglichkeit, das Ding einfach mal so zu spielen. Und das finde ich natürlich mega geil. Und ich möchte euch natürlich da dran teilhaben lassen. Und ja, gucken wir mal. Ich hoffe mal, ich kriege das heute noch auf der Reihe. Und dann sehen wir uns vielleicht gleich wieder. Bis dann. Hallihallo, hier ist der Gusur. Ja, da bin ich wieder. Ja, Robocraft war es ja, darum ging's. Und ich will das mal eine Runde zocken. So, ja, wie gesagt, ich habe da, special thanks to the boys from Robocraft. Ja, ich hatte die angefragt, eigentlich wollte ich halt ein Product Placement dazu machen. Die haben gesagt, ja, mit den Views kommen wir da nicht ganz hin. Was aber vollkommen in Ordnung ist, die haben mir aber netterweise ein Presse-Account einfach mal zur Verfügung gestellt. Fand ich ziemlich nice von denen. Und jetzt will ich mal gucken, was ich hier machen kann. Weil als YouTuber sollte man da ja dann einfach mal ausprobieren, was da geht. So, also hier geht es jetzt darum, dass ich halt meinen Roboter halt ein bisschen besser machen kann und was dran bauen kann. Und ich habe jetzt einmal probiert, schon wirklich im Singleplayer-Mode das irgendwie so ein bisschen zu machen. Und das hat übrigens gebasht. Also das fand ich ziemlich geil. Und jetzt probiere ich hier einfach mal mein Autochen hier, meinen Roboter. Shift ging, glaube ich, runter, genau. Meinen Roboter hier halt einfach ein bisschen besser zu machen. Ja, ich denke mal, alle Minecraft-Suchtis werden das so in der Art kennen. Wenn sie auch denken, oh cool, endlich zockt der User, ich glaube, Kuva Inventory, genau. Und aber nach oben machen wir das einfach mal so und dann können wir hier... Oh, ich habe nichts mehr. Jo. keine Cubes sind mehr übrig. Okay, dann muss ich mir natürlich welche kaufen. Das war, glaube ich, so. Free!
Ja. Okay. Würde ich gerne kaufen. Okay, sind keine mehr da. Okay, dann muss ich jetzt welche. Ah ja, okay, null halt. Ja, klar. Okay, schade. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass die jetzt gleich von meinem Geld abgezogen werden. Nee, also scheint wohl nicht so. Okay, auch nicht schlecht. So, Robot Ranking sehe ich gerade, das geht höher. Das ist so hier unten links. Nein, den bitte weg. Dann scheint es ja irgendwie auch sich ein bisschen auf die, ja, auf die Klassifizierung so ein bisschen auszuwirken. So, ich probiere hier nämlich, dass der, ganz einfach, ich habe das jetzt nämlich einmal probiert jetzt im Singleplayer halt. Und da habe ich halt gemerkt, dass der mir irgendwie, der Gegner mir mein Zeug hier so ein bisschen weggeschossen hat. Und deswegen will ich da ein bisschen gegenarbeiten. Ganz klare Geschichte. Zack, zack, zack. So. Das soll es erstmal gewesen sein. Ich probiere mal. Testrobot brauchen wir jetzt nicht. Ich sage jetzt einfach, ich guck mal, ob ich das select. Testrobot, nee, ich würde das gerne direkt. Genau, hier gucken wir mal, dass wir das gleich im Singleplayer halt testen können. Ja, das kann man dann auch später im Multiplayer wohl spielen. Kann sein, dass die Funktion jetzt noch nicht draußen ist, aber gucken wir mal. So. Schauen wir mal, ob wir hier jemanden finden. Den wir hier. Ja, ist natürlich clever von mir. Ich habe natürlich schön. Ja, das ist dumm gewesen von mir. Ich hätte das natürlich schön auf die Vorderseite bauen müssen. Aber gut, egal. Jetzt kann mich wenigstens von hinten nicht mehr so schnell einer abballern, aber okay. Schau mich den so an. Oh, schade. Sehr weit daneben. Hat der da eine Toilette hinten drauf? Ich glaube, es ist clever, sich relativ schnell zu bewegen. Und dann. Ja, nicht immer im gleichen. Ja, hau ab, dass die mich nicht anvisieren können. Ja, genau, Junge. Ich glaube, der ist schon mal besser als beim letzten Mal. Ja, das ist doch was. Nee, nee, du brauchst mich gar nicht so anvisieren hier, Junge. Alter, du Sack. Aber er kann schon mal schneller, viel schneller schießen. Beim letzten Mal habe ich ja genau gegen den gleichen gekämpft. Also das ist auf jeden Fall. Also er ist auch viel händlicher, wie auch immer, wie man das. So. Ich smash ihn hier. Ja, jetzt bleibe ich hinter dir. Ja, du Sack. Richtig auf den Arsch gegeben. Ja, genau, Junge. Jetzt wirst du auch schon irgendwie ein bisschen langsamer. Ich weiß nicht, wie mein Robot aussieht. Richtig auf den Arsch gezimmert. So, jetzt geh mal kaputt hier. Du musst kaputt gehen, genau. Dein Beinchen ist schon gut. Ja, jetzt hau ruhig ab. Geh zu Mama. Ey, aber mit mehreren hier ist jetzt. Oh. Komm. Ja. Hier. Er hat nur noch zwei Beine. Also sie. Ah, das ist schon geil. Ne, und ich habe den nämlich angeschrieben und habe gesagt, ey, pass auf, Leute. Ich will gar nicht hier die Mega-Kohle von euch. Ich würde gerne halt, halt das Spiel spielen wollen. Ah, ich glaube, jetzt nehmen die mich hier richtig auseinander. Alter, warum treffe ich nicht mehr? Alter, jetzt haben sie mich, glaube ich, richtig gesplasht. Hier, guck mal. Ja, der kann doch gar nicht mehr richtig laufen, ey, Junge. Ah, die Knarre, die muss auf jeden Fall schneller, besser und wie auch immer werden. Alter, Junge, warum machst du nicht. Warum gehst du nicht kaputt, Alter? Du hast nur noch ein Bein, Alter. Beweg dich doch nicht mehr so schnell hier. Ich glaube jetzt. Ich hab ihn gleich. Und ihr lasst mich bitte in Ruhe. Oh, ich habe auch nur einen Schuss da irgendwie. Aber das scheint gar nicht so schlecht zu sein. Hier hinter dieser Kuppe. Bleib mal stehen hier. Alter.
Ich glaube, es hakt, Alter. Was tanzt denn hier rum? Alter. Übelster Scheiß. Also ich sag mal, für... Was ist denn mit meinem Robot los? Okay, ich wurde gekillt. Ich glaube, ich bin offiziell weg. So. Ja, erster Test dazu. Wollt ihr dazu mehr sehen, lasst es mich wissen. Robocraft. So, das war's erstmal dazu. Back to Mothership. Und dann gucken wir mal, ob wir das weiter spielen.